schon morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Zoo. Und das wird den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Heute Nachmittag erstmal gehen wir in den normalen Zoo und heute Abend, heute Nacht machen wir quasi eine Night Safari. Was heißt Night Safari? Das ist quasi einfach nur ein anderer Zoo oder Bereich des Zoos, der nur nachts geöffnet ist. Und ja, soll mega geil sein. Der Zoo generell soll mega geil sein. Einer der besten wohl der Welt. Und lassen uns mal überraschen. Jetzt müssen wir noch Geld holen. Und dann geht's. Mir gefällt es hier immer besser. Hier gibt es schon Tageszeitung umsonst. Zu gut. So, das ist hier der Busbahnhof. Hier kommst du vor wie am Flughafen mit Terminals und hast du nicht gesehen. Das ist richtig krass. Jetzt musst du hier quasi dein Gate suchen, wo dein Bus kommt und dann dich in so eine Reihe stellen. Quasi anstellen. Mal ist ganz easy gemacht und um dahin zu kommen, musst du auch erstmal einen halben Kilometer unterirdisch laufen. Das ist auch ganz witzig. Wir sind erstmal oberhalb bestimmt 15 Minuten rumgejiggert. Das ist richtig bescheuert. Naja, hier sind wir ja da. Das ist die Hauptsache. So, wir sind jetzt angekommen. Na, knapp nur 40 Minuten Busfahren. Oder 30. Lange auf jeden Fall. Und gucken mal, wie wir hier reinkommen. Au. Tickets haben wir. Jetzt geht's rein. So, wir haben uns jetzt Tickets für eine Bootstour, den normalen Zoo und diesen Night Safari geholt. Und dachten uns am besten, ist, wenn wir jetzt mit der Bootstour als erstes anfangen und dann in den normalen Zoo gehen und dann ja, wenn der Zoo zumacht quasi, geht's heute Abend dann in dieser Night Safari weiter. Und jo. Dann gehen wir jetzt mal hin und dann geht's los. Also der Zoo ist immer nach Ländern aufgeteilt, das ist ganz geil. Man geht von einem Land ins andere. Jetzt hier bei der River Safari ist das, geht man von einem großen Fluss zum nächsten, also zum Beispiel Mekong, Nil und so gehst du immer weiter und hast dann die Fische und Tiere und die Aufmachung so wie es da ist. Jetzt ist hier der erste Schritt zum Mississippi. Coole Idee. Thank you.
Zoo wieder raus, also aus dem Tag-Zoo, und ich habe ein paar Videos gemacht. Ob die jetzt gut geworden sind, kann ich nicht sagen. Der Zoo hier ist auf jeden Fall mega geil, super offen, man denkt, man findet erst die Gehege gar nicht und denkt, die Tiere sind alle frei. Also das, teilweise sind sie ja wirklich frei, also die Affen oder so, die können sich fast komplett frei im ganzen Zoo bewegen, das ist richtig cool. Und naja, ist auf jeden Fall der beste Zoo, in dem ich war. Und ich glaube, wenn viele sagen, das hat sich am besten überhaupt gehört, glaube ich das schon. Mal abgesehen davon, dass er riesig ist, wie der hier aufgemacht ist, auf jeden Fall schon, glaube ich, auch einmalig. Ja, jetzt sind wir uns auch nicht sicher, ob wir haben seinen Night zu gebucht, aber ob wir gehen, wissen wir nicht, weil wir total tot sind. Könnten wir echt nicht mehr laufen und das ist richtig scheiße. Wir müssen ja auch nach zu Hause nachher noch Koffer packen, weil es morgen ja schon weitergeht. Und ja, mal gucken, wie wir uns gleich entscheiden. Ich denke mal, dass wir es wahrscheinlich trotzdem machen, aber werden wir sehen. Auf jeden Fall kann ich hier in dem Zoo, wenn er hier ist, nur empfehlen. Also ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Aber man sollte es nicht wie wir am letzten Tag machen, das ist echt der Tod. Also lieber irgendwo am Anfang oder in der Mitte, wo man noch nicht 20 Blasen hat und noch fit ist. Okay, dann bis später. Eine Kugel Eis für 5 Euro. Ne, 6 Euro, 6 Euro. 6 Euro für eine Kugel Eis ist auf jeden Fall Singapur-Standard. Krass. So, auch wenn wir beide nicht mehr wirklich laufen und stehen und was auch immer können, haben wir uns entschieden, trotzdem noch zu bleiben und hier noch bei Night Safari ein bisschen durch den Park zu laufen, weil es, glaube ich, echt schön wird. Und naja, dafür werden wir heute umso besser pennen. Gott sei Dank haben wir keinen frühen Flug. Wir müssen erst um ungefähr, weiß nicht, 1 Uhr werden wir wahrscheinlich mit dem Taxi zum Flughafen fahren. Und dann passt das. Die Schlange ist da übertrieben. Ich muss jetzt mal reinziehen. Da unten, ganz die Straße runter fängt die an. Dann geht die quasi hoch bis, also hier lang, bis nach da oben. Und dahinter ist nochmal so eine Straße, also eine Mittelgang, so ein kleiner Mittelgang. Und dahinter ist nochmal so eine lange Strecke. Und ja, wir haben keinen Bock, uns anzustellen. Wir warten einfach, bis alle drin sind, dann gehen wir rein. So ist jedenfalls der Plan. Hoffen wir mal, das ist nicht um 10. So, jetzt haben wir sogar noch die Tramfahrt gemacht. War richtig, richtig schön. Also das wäre echt außergewöhnlich. Sowas kriegt man sonst, glaube ich, nirgendwo zu sehen. In der Art und Weise jedenfalls nicht. Und wie man sieht, immer noch herbe die Schlangen hinter uns. Naja, ein bisschen mogeln und dann läuft das. Guten Morgen. Es ist zwar schon der nächste Tag, aber noch mal kurz zu gestern. Ich konnte leider keine Videos von der Night Safari leider in das Video reinschneiden, weil die Aufnahmen alle nichts geworden sind, auch die Fotos vom Fotoapparat sind nichts geworden, was richtig schade ist, weil es war so mega geil, aber es war einfach zu dunkel und die Kameras haben einfach nur schwarz mit zwei weißen Punkten aufgenommen oder so. Hat gar nichts gebracht. Naja, ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht findet ihr ja so, wenn ihr Night Safari Singapur so eingibt, gibt es bestimmt bei YouTube andere Leute, die irgendwie eine bessere Kamera haben. Okay. Das war's. Für uns geht's jetzt gleich weiter und alles Weitere dann noch im weiteren nächsten Video.